Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserem Weekly Roundup. Auch in dieser Woche wieder mit unseren üblichen Rubriken wie dem Fundstück der Woche, dem Kommentar der Woche und der Frage der Woche. In diesem Video erfahrt ihr, was für ein neues Format wir gerade in der Pipeline haben, woran wir da gerade basteln. Das wird auf jeden Fall extrem spannend, Leute. Dann erfahrt ihr, was der BlackRock-Chef Larry Fink, ja, von den Börsen erwartet in den kommenden Monaten. Und wir werden euch verraten, welchen spannenden Interviewgast wir zum allerersten Mal bald bei uns auf dem Kanal begrüßen dürfen. Viel Spaß! Glaubt ihr, dass eure Kinder es mal besser haben werden als ihr? Das ist unsere Frage der Woche und das hat einen Grund, denn es gibt eine aktuelle Studie der Bundesbank und die belegt eindrucksvoll, wie sehr die Mittelschicht momentan unter Druck ist in Deutschland. Neue Daten zeigen auch, wer 1983 oder später geboren wurde, zählt seltener zur Mittelschicht als seine Eltern. Und es gibt einige Probleme. Die Mieten explodieren, vor allem natürlich in den Großstädten. Die Löhne stagnieren. Und zum ersten Mal wird in Deutschland über Enteignung offen diskutiert, war ja die letzten Wochen das beherrschende Thema. Und was auch ein schönes Beispiel ist, was zeigt, wie ungleich die Vermögen verteilt sind, ist der Gini-Koeffizient. Der misst die Ungleichheit und beispielsweise ist die in Deutschland deutlich höher als in Italien. Also es gibt viele Gründe, um darüber zu diskutieren. Und schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, ob ihr noch optimistisch seid für die Zukunft, für die künftige Generation oder ob ihr sagt, da liegt einiges im Argen. Mein Fundstück der Woche basiert auf den Diskussionen, die Mario und ich jetzt in letzter Zeit etwas intensiver geführt haben. Und zwar haben wir vor, ein neues Format einzuführen. Leute, ihr kennt uns ja als Interviewkanal. Das ist unsere Stärke und so werden wir auch weiter in Erscheinung treten und darauf den Fokus richten. Aber wir werden wieder etwas mehr auch selbst in Erscheinung treten. Und zwar, indem wir zum Beispiel das aktuelle Marktgeschehen etwas intensiver einordnen, mehr über Aktien wieder auch zusammen diskutieren und auch quasi Investmententscheidungen immer mal wieder in den Blick nehmen. Das heißt, wir werden viel mehr wieder miteinander sprechen, miteinander diskutieren, uns da gegenseitig auf den Prüfstand stellen. Und ihr seid gefragt, Leute, hebt doch bitte mal den Daumen virtuell in den Kommentaren, ob ihr das spannend findet, ob ihr das gut findet, dass wir beide einfach wieder ein bisschen mehr zu sehen sein werden, zu hören sein werden auf jeden Fall. Und da würde ich mich sehr freuen auf euer Feedback. Ich bin diese Woche auf eine spannende Aussage von Larry Fink gestoßen. Und zwar ist das der Chef von BlackRock. Er befürchtet, dass die Märkte sich in einen Melt-Up-Boom verschieben könnten. Also nicht der Meltdown, sondern Melt-Up. Und zwar ist seine Begründung, dass einfach viele Investoren noch nicht investiert sind und einfach dann immer mehr unter Druck kommen können. Zuletzt sind die Märkte ja deutlich wieder gestiegen. Und dann könnte sozusagen FOMO, also ins Spiel kommen, Fear of Missing Out, und das könnte dann eben die Märkte ungesund weiter nach oben schieben. Wir können uns auch noch mal kurz den Fear and Greed Index anschauen. Den hatten wir schon mal vor ein paar Wochen vorgestellt und der ist jetzt auch deutlich nach oben gegangen. Also im Moment haben wir Greed, also Gier an den Märkten. Schreibt doch vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr momentan auch schon ein bisschen gierig seid. Zuletzt lief es ja wirklich bombig. DAX jetzt wieder deutlich über 12.000 Punkten wäre zumindest ein bisschen Vorsicht angesagt, also wenn die Gier weiter noch nach oben steigt. Und auch noch ein lustiges Fundstück, noch ein zweites dieser Woche. Bundesbankchef Jens Weidmann hat sein Depot offengelegt und es ist nicht gerade groß, es sind nämlich nur zwei ETFs drin. Er hat einmal einen ETF auf den DAX und auf den All Country World Index. Wir können euch unten nochmal einen Link reinmachen zu einem Artikel, wo das nochmal genauer drin steht. Aber der Bundesbankchef denkt sich auch, keep it simple, nach der Warren Buffett-Weisheit, ich setze nur noch auf ETFs, wenn ich nochmal geboren werden würde, oder? So hat er es gesagt. Genau so. Mein Kommentar der Woche kommt von dem lieben Lars Erichsen. Er hat unsere Podiumsdiskussion kommentiert, an der er selber teilgenommen hat. Lieben Dank euch für die Einladung, hat Spaß gemacht, auch ohne Getränke und Kekse. Das ist eine kleine Anspielung darauf, dass wir leider nicht so ganz gut ausgestattet waren, was Getränke anbelangt hat an dem Tag.
Lieber Lars, hat uns auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine inhaltlichen Insights, sage ich mal. Du hast auf jeden Fall das Video bereichert und beim nächsten Mal stellen wir dir standesgemäß natürlich auch ein paar Kekse hin. Mario wird was backen und ich, das kann ich am besten, ja, mach eine Flasche Chardonnay für dich auf. Wir haben eine Frage diese Woche bekommen von Jens Rahmann. Er fragt, wie habt ihr das in kürzester Zeit geschafft, auf über 80.000 Abonnenten zu kommen? Und darunter hat geschrieben Lumi5, man kann Abonnenten auch kaufen. Das stimmt. Wobei ich hier nicht unterstellen möchte, dass das hier so passiert ist, aber das machen viele. Also hier an dieser Stelle können wir das ja sagen, wir haben noch nie einen Abonnenten gekauft und in kürzester Zeit ist auch ein bisschen übertrieben. Wir sind ja jetzt fast schon 2,5 Jahre dabei, aber es ist jetzt, glaube ich, nochmal an der Stelle Danke zu sagen jedem Einzelnen. Ich glaube, jetzt sind es 82.500, 82.600 um den Dreh rum. Und wir sind wirklich stolz darauf, dass jeder echt ist, dass wir keine gekauft haben. Und wir können uns in den Spiegel schauen. Und ich würde auch den Tipp geben, keine Abonnenten zu kaufen, weder auf YouTube noch auf Instagram, denn der Algorithmus mag das nicht so gerne. Ich habe das mal gelernt. Also bei Instagram weiß ich so, das ist, wenn du Fake-Follower hast, wenn du ein Bild hochlädst, dann wird das praktisch getestet bei den Followern. Und wenn das alle keine echten sind, dann liken die auch nicht und dann denkt sich der Algorithmus, Mensch, das muss aber ein richtig beschissenes Bild sein. Und bei YouTube, glaube ich, wird es auch so ähnlich funktionieren. Also nochmal Dank an alle. Schön, dass ihr alle echt seid. Mein persönliches Highlight in der Woche, das hat mit Sicherheit der ein oder andere schon mitbekommen, ist die Veröffentlichung meines ersten Buches. Nach all der harten Arbeit über die letzten 6 Monate ist das jetzt wirklich ein wirklich grandioses Gefühl, dass es im Buchhandel zu erwerben ist, dass es da neben all den anderen Büchern steht, auf Amazon auch zu haben ist. Und ich bin wirklich stolz und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch reinliest und einen Kommentar dazu hinterlässt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und das Highlight in dieser Woche für unseren Kanal besteht darin, dass wir Kontakt mit Hans Bernecker hatten. Börsenprofi, Börsenlegende, muss man mittlerweile sogar sagen. Und wir werden innerhalb der nächsten 2 Wochen ein Interview mit Herrn Bernecker aufzeichnen, hier in München. Da haben wir uns auch schon ein bisschen den Kopf zerbrochen, spannende Themen mit reingepackt und ich glaube, das wird wirklich grandios. Ihr könnt übrigens bald wahrscheinlich mithelfen, das Interview noch besser zu machen, als es sowieso schon werden würde, denn ihr könnt wahrscheinlich in der nächsten Woche dann Fragen einsenden, aber dazu dann im nächsten Roundup etwas mehr. Und noch ein Highlight, Ostern. Fällt mir gerade ein. Also frohe Ostern an alle zu Hause. Ja. Wetter soll, glaube ich, ganz gut werden. Ist hier zumindest in München sehr schön. Also lasst es krachen. Genau. Freut euch auf Bernecker und Timos Buch. Und wir sind jetzt raus. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.